Ich baue ein Flugzeug, was ich mit auf Reisen nehmen möchte. Deswegen muss es besonders variabel sein und auseinanderbaubar. Das Leitwerk soll auf gar keinen Fall fest verklebt werden, damit ich es dann einfach transportieren kann. Es soll abnehmbar gestaltet werden. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Da kommt erstmal Backpapier drum und dann werde ich um das Backpapier entsprechend das Glasfaser wickeln und damit quasi ein eigenes Rohr um das Heckrohr drumherum wickeln. Muss trocknen lassen. Ich habe das Ganze mit einer handelsüblichen Gefriertüte umwickelt, weil die Gefriertüte haftet nicht gut an dem Harz. Das kann ich wieder abziehen und ich bekomme eine super schöne glatte Oberfläche. An dem Harz kann man sehen, dass er getrocknet ist. Und jetzt schauen wir mal, ob es was geworden ist. Jawohl. Das kann man jetzt ganz einfach abziehen. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Backpapier aus dem zweiten Rohr rauskriege. Ich habe das Backpapier da wunderbar rausbekommen, kleine Pinzette dazu und dann konnte man das so ein bisschen rausbröckeln. Und ja, das passt perfekt hier drüber und hält auch so schon relativ gut. Dieses Rohr hier wiegt jetzt 1,4 Gramm. Beim Laminieren dieser Hülse hier war hier ein Backpapier drum. Das heißt, die hat ein ganz leichtes Übermaß und ging etwas zu weit über den Rumpf, über das Rumpfrohr drüber. Und das habe ich jetzt abgestellt, indem ich einfach ein bisschen Epoxy hier hinten drauf geschmiert habe. Dann habe ich das in einen Gefrierbeutel eingewickelt. Damit bekommt man eine wunderschöne glatte Oberfläche. Und dann habe ich das mit 240er Papier wieder runtergeschliffen, sodass die Hülse jetzt hier perfekt auf den Rumpf mit leichtem Druck drauf geht und auch wirklich bündig hier wieder mit dem Ende sitzt. Um die Aufnahme jetzt an das Rohr anzupassen, hält man hier etwas Schleifpapier drüber, legt die runde Seite auf das Rumpfrohr und geht in kurzen Schritten hier drüber. Und schleift so die Form des konischen Rohres hier rein. Die Dicke des Schleifpapiers passt es jetzt perfekt hier an die Form des Rohres, was ich selber angefertigt habe. In die Seitenruder habe ich einen Schnitt eingebracht und habe hier 3 mm Flachkarbon verklebt mit Sekundenkleber. Und das dient dazu, dass sie hier in der seitlichen Bewegung noch mal deutlich stabiler werden durch das Carbon. Und wenn die am Ende hier so zusammen sind, dann werden die Carbonstangen auch miteinander verklebt. Und das gibt dann auch nochmal in dieser Richtung hier ein bisschen zusätzliche Stabilität. Wenn ich das jetzt verklebe, dann habe ich perfekt hier ein X und dann schauen wir mal weiter, wie ich das hier in die Aufnahme reinkriege. Ja, damit habe ich die Mitte angezeichnet zur Carbonstange. In dem Bereich werde ich jetzt etwas freiräumen. Mit meiner kleinen Japansäge habe ich hier vorsichtig im richtigen Winkel ein paar kleine Schnitte gemacht, die Flugrichtung angezeichnet und jetzt passt das wunderbar hier rein. Hat den richtigen V-Winkel, wenn man das natürlich ein bisschen richtig verklebt. Und die Carbonstangen werde ich jetzt noch auf die richtige Länge machen, dass die hier seitlich abgeschnitten sind. Und dann hat man deutlich mehr Stabilität im ganzen Leitwerk. So, mit meinem kleinen Dremel-Tellerschleifer habe ich das jetzt hier perfekt in Form geschliffen. Laut Anleitung wird das Ganze mit 5 Minuten Epoxy geklebt. Ich werde erstmal nur diese Klebung hier durchführen. Hier habe ich mir aus Restholz einen 105 Grad Winkel geschnitten. Den werde ich da gleich noch dran machen. Und erst wenn das alles getrocknet ist, werde ich das hier mit dem Teil verkleben. So, das ist getrocknet einigermaßen. Und jetzt werde ich hier eine neue Charge anrühren und diese Unterseite hier draufkleben. Ich habe jetzt hier das selbst laminierte Röhrchen draufgeklebt, wie man sieht. Natürlich muss das alles noch gebügelt werden, aber wie das geht, das wisst ihr ja sowieso. Und jetzt kann man einfach das Rumpfrohr hier draufstecken. Damit ist das schon mal
gut fixiert, also da ist schon Spannung drauf. Und jetzt reicht es einfach, hier vorne Tesafilm drum zu wickeln, damit kann das nicht verrutschen und auch die seitlichen Aufnahmen, also das lässt sich schon relativ schwer drehen. Das hält im Flug allemal, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und bei einer Landung ist es ja gar nicht schlimm, wenn sich das verdreht und das Tesafilm reißt. Das schützt nur das Leitwerk. Ja, damit sind wir fertig. Und jetzt kann man das jederzeit rein und raus. Einfach mit Tesafilm fest und fertig.